Wir sind die Hippies, weil wir keinen Namen haben und nur zusammengekommen sind wegen des Literatursommers Baden-Württemberg. Du hast mich angesprochen, Angustias. Ja, ich habe dich angesprochen, weil wir uns überlegt haben, dass wir in Ulm auch diesen Literatursommer mitgestalten wollten. Und da bist du mir eingefallen, weil ich dich einfach schon ein bisschen kenne und du, ich finde, du bist ein super Schauspieler. Das wollte ich nicht hören. Ja, und was haben die anderen damit zu tun? Marco? Die Idee zum Literatursommer kam auch mit von mir, weil ich Lyriker in Ulm bin und eben Literatur in den Bars veranstalten wollte. Und was ist dann daraus geworden, Rosella? Was daraus geworden ist, woraus jetzt? Aus dem Literatursommer. Ja, das war ja einfach nur eine einmalige Veranstaltung von Kunstwerk Ulm, die das ja mit ja, organisiert hat. Und wir wollten jetzt einfach das noch einmal aufführen, weil wir es so gut gefunden haben. Ja, aber zuerst haben wir ja erstmal das über 3 Monate oder was auf die Beine gestellt. Ja, Was war das wir ist erste gut. Mal? Also geschrieben hast ja du das ganze Stück und wir haben dann halt einfach geübt über 3 Monate. Und Hesse gelesen, Und ganz ja, viel genau. Hesse Ganz gelesen. viel Ganz Hesse. viel Hesse gelesen. Ja, Über Hesse. Hesse. Weil Hesse ist. So schön. Ich hasse Hesse. Hesse Hass. Hesse, ich weiß nicht, dieser Hesse, er hat mich verfolgt. Ist Hesse Genau. böse? Böse er nicht. Er ist aber auch nicht gut. Ein bisschen. Ja, jedenfalls war es auch lustig, dass der ausgerechnet Jubiläum hatte mit seinem Todestag. Und ich bin draufgekommen auf Hesse, weil ich eine sehr schöne Geschichte, Kurzgeschichte von ihm kenne, wo er eigentlich die ganze Alternativ- und Hippie-Bewegung aus seiner Zeit, also die Lebensreformer und die Vegetarier und so weiter, echt ein bisschen durch den Kakao zieht und aber auch seine eigene Verwicklung da drin schildert. Und das fand ich sehr amüsant. Also er kann auch ironisch schreiben. Und ich fand es spannend, mal dahinter zu kommen, was Hesse mit den Hippies zu tun hatte. Und Das hat mich schon und gereizt. mit den Frauen. Ja, das auch. Genau, da habe ich ja eine Biografie gelesen, Hesse und die Frauen. Das fand ich auch sehr informativ. Er hatte nämlich drei. Ja, drei Frauen. Aber war immer auf Wanderschaft und hat seine Frauen immer allein gelassen und eigentlich nie richtig mit denen zusammengelebt, Er kann war man schon sagen. beziehungsunfähig. Absolut. Und dann sind wir ins kalte Wasser geworfen worden. Wir waren nämlich in einer vollbesetzten Bar nachts um 11. Wer war schuld? Reinhard Köhler. Ja. Genau. Stimmt. Der hat das Ganze auf diesen Termin und auf diese Lokalität Nee, gelegt. die Lokalität kam von dir. Ja, Okay, die Kola ja, aber deshalb warst du deine Idee. die Lokalität war von mir, aber Die dass wir abends Laktoseintoleranz. Lokalitäten intoleranz, die kamen von mir, aber dass wir überhaupt in der Kneipe auftreten sollten, kam Und von die Reinhard Uhrzeit Köhler. kam von Und mir. nee, die Idee von Kneipen kam auch von mir mit. Ah, ja, okay. Ja, das war ja das Ding, das war Literatur in die Barszene reinbringen. Das war ja so Da, wo der wir das rote Publikum Faden. erreichen können, das wir sonst nicht erreichen. Und Genau. das haben wir gemacht. Absolut, aber Und das war so nachdem heute toll. ja Todestag, 50. Todestag vom Hesse ist, haben wir uns gedacht, dann wäre es doch sinnvoll, das heute Abend auch aufzuführen. Aber dass wir damals in der Buddha Lounge auch gestorben sind, das hast du jetzt Ich vor verschwiegen. allen Dingen. Ja, da waren wir alle sehr aufgeregt, weil wir einfach nicht wussten, wie das ist, wenn wir jetzt einfach in eine volle Kneipe stürzen, wo hauptsächlich ja mehr so Jugendliche Und die sich gerammelt voll aufhalten ist. und die gerammelt voll ist. Und da waren wir uns schon etwas unheimlich, wie so die Reaktionen sind. Du warst mir auch unheimlich. Ich? Sympathisch. Du warst mir unheimlich, wenn du Texte übersprungen hast. Ja. Nein, aber es war doch super, oder? Also ich war echt überrascht. Die jungen Leute, die da saßen, die haben voll mitgemacht.
Hey, voll geil, was ihr gemacht habt. Ja. Einfach hierher gekommen und hat keine Ahnung davon. Und der eine kam raus und sagte, ich wünsche euch ja echt Glück, aber es ist so voll, ich weiß nicht, ob ihr das schafft. Also, sagen wir einfach nur Peace. Tschüss. Peace.